Nur wenige Tage nach dem Schulstart gibt es an zwei Schulen in Mecklenburg-Vorpommern bereits Infektionsfälle. So wurde das Goethe-Gymnasium in Ludwigslust mit sofortiger Wirkung bis zum 12. August geschlossen. Diese Maßnahme hat der Landkreis Ludwigslust-Parchim als Träger der Schule beschlossen, nachdem eine Lehrerin des Gymnasiums sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Wir haben den Fall am Goethe-Gymnasium in Ludwigslust. Da geht es um eine Lehrkraft, die noch gar nicht unterrichtet hat, also noch keinen Schülerkontakt hatte, aber in der Vorbereitungswoche, also in der Woche vor dem Schulstart, eine Lehrerfortbildung mitgemacht hat. Und dort waren alle anderen Lehrkräfte der Schule auch. Nun werden alle 55 Lehrer der Schule vorsorglich auf das Coronavirus getestet. Landrat Stefan Sternberg zufolge geht die Sicherheit vor. Er begründet damit die schnelle Entscheidung des Landkreises zur Schulschließung. Bildungsministerin Bettina Martin zeigte sich nicht überrascht von dem Infektionsgeschehen. Wir haben von Anfang an gesagt, dass es nicht auszuschließen ist, dass es zu Infektionen kommen wird an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern. Das Coronavirus ist noch da. Die Pandemie ist noch nicht besiegt. Solange es keinen Wirkstoff gibt und solange es keine wirksame Impfung gibt, werden wir weiter mit Infektionen zu tun haben. In Graal-Müritz hat sich ein Schüler ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert. Die Ostsee-Grundschule wird daher von Montag an für 2 Wochen geschlossen, teilte der Landkreis Rostock mit. Die Mitschüler sind bereits in Quarantäne. Das Gesundheitsamt des Landkreises ermittelt weiterhin Kontaktpersonen des Schülers. Bildungsministerin Bettina Martin betonte die Bedeutung schnellen Handels bei Verdachtsfällen, um den Schutz der Schüler und aller Beschäftigten an den Schulen zu sichern. Ziel ist es, Martin zufolge, flächendeckende Schulschließungen zu vermeiden und nur punktuell einzugreifen, wenn die Notwendigkeit besteht.